Hi Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es geht jetzt mal wieder um Elektrotechnik und zwar möchte ich euch mein neues Labornetzgerät vorstellen. Ja, ich habe das als Netzteil angekündigt, aber habe ich ja noch gar nicht gesagt, was es sich um was es sich im Detail handelt. Und zwar um ein Labornetzgerät der Firma PeakTech aus Deutschland. PeakTech-Sachen sind eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und zwar ist es hier das 6225A mit 0 bis 30 Volt und 0 bis 5 Ampere. Es gibt übrigens jetzt auch das 6226 mit bis zu 30 Volt und 10 Ampere. Meins kann jetzt nur bis 150 Watt und das 6226 kann dann bis 300 Watt. Und zwar ist es ein sogenanntes Schaltnetzteil. Also kein herkömmliches Netzteil mit Trafo noch, einem großen 50 Hertz Trafo. Nein, das ist schon ein modernes Netzteil mit einem Gleichspannungsausgang und LED-Anzeigen für Strom und Spannung. Ah ja, hier ist es auch nochmal vermerkt, welches Labornetzteil das ist, welches ich bekommen habe. Das habe ich bei Amazon gekauft für 72 Euro etwa. Ja, genau. Aber meine beiden Labornetzgeräte, die ich habe, die können nur bis 15 Volt und 2 Ampere. Das ist natürlich deutlich weniger. Wollen wir mal gucken, was hier alles drin ist. Ja, einmal haben wir hier das Netzteil mit Kaltgeräte-Stecker. Ist Netzkabel natürlich. Aber wenn ich Netzteil gesagt habe. Und sogar auch ein Messkabel ist dabei, so ein Messkabel oder Stromversorgungskabel mit diesen Kroko-Klemmen, nicht schlecht, ist auch dabei. Ja, nicht schlecht. So, dann sind hier noch Anleitungen dabei. Einmal hier die Konformitätserklärung, dass es natürlich auch nach den europäischen Richtlinien gefertigt ist und entsprechenden Normen und so weiter. Okay, achso, dann haben Sie hier nochmal notiert, in welcher Umgebung Sie gemessen haben und so weiter. Ach nee, das ist hier die Werkskalibrierung. Ah, okay, das ist hier also damit gemeint. Okay, noch so ein Schein, ne, dass es eben vom Werk kalibriert wurde. Und hier ist die Anleitung. Gucken wir mal. Technische Daten. Genau, hier sieht man das auch nochmal mit den technischen Daten und so weiter. In diesem Video stelle ich euch das Netzteil kurz vor und in einem weiteren Video schauen wir uns das Netzteil mal detaillierter an, also wie sich das Netzteil beim Einschalten und Ausschalten und so weiter verhält. Dann messe ich auch mal ein bisschen mit dem Oszilloskop. Genau, also hier haben wir dann 0 bis 30 Volt, 0 bis 5 Ampere. Netzstabilität, Laststabilität. Restwelligkeit soll unter 3 Millivolt betragen. Ob das so stimmt? Und Anzeigegenauigkeit und also von Spannung und Strom natürlich auch nicht unwichtig. Ja, mal sehen, was hier noch drin steht. Ah ja, genau, hier sind die Bedienanzeigen erklärt, was es damit auf sich hat. Genau. Und dann noch mal Betriebshinweise, also wie man es genau, und Sicherheitshinweise, ne? Okay, in Deutsch und Englisch. Ja, und dann ist hier das Netzteil an sich drin. Wollen wir mal gucken. Natürlich auch in Schaumstoff eingepackt, damit es beim Transport nicht beschädigt wird. Und ich muss sagen, also das Netzteil hier, das macht schon mal einen guten Eindruck. Auch wie klein das ist. Auch sehr schmal, ne? Also das kann man quasi eigentlich überall hinstellen, ne? Gut, Plastiktüte noch drumherum. Und das ist also hier das Schaltnetzteil an sich. Also ein Labornetzteil, ne, mit Schalttechnik. So, hier ist die Rückseite. Da hat sogar einen Lüfter eingebaut. Ich glaube, der ist temperaturgeregelt. Hier ist der Netzeingang. 230 Volt oder 115 Volt kann man umschalten. In meinem Falle steht das hier auf 230 Volt. Den würde ich auch niemals umschalten.
Weil wenn ihr das da mit 150 Volt betreibt, dann geht euch da der Echo flöten. Nicht sehr lustig. Und hier ist auch noch so eine Sicherung drin. Ja, also die Netzseite ist auch entsprechend abgesichert. Hier stehen auch noch mal ein paar Daten drauf, was das Netzteil also an Ausgangsspannungen und Strömen liefern kann. Ne? Hier ist die Seriennummer. Genau, auch eigentlich nicht unwichtig, die Seriennummer, besonders wenn man irgendwelche Messungen durchführt, da muss man sich auch die ganzen Seriennummern immer aufschreiben, damit man ja weiß, mit welchen Messgeräten man gemessen hat und den Test dann auch entsprechend mit genau diesen Geräten nachstellen kann, wenn sich da ein Fehler eingeschlichen haben sollte, dann kann man halt eine bessere Fehleranalyse betreiben und wenn die Geräte irgendwie einen Defekt haben, dann kann man das nachvollziehen, ne? Anhand seiner Messungen, die man da getätigt hat. Genau. Deshalb ganz wichtig eigentlich, die Seriennummer immer aufzuschreiben. Ja, genau. Ihr habt vielleicht gesehen, das Netzteil hat hier hinten seinen Stromschalter, also Netzschalter, so meine ich das. Mir wäre es lieber gewesen, wenn er hier vorne gewesen wäre. Das ist schon mal ein Nachteil, wie ich finde. Gut, und hier ist noch so eine Schutzfolie drauf, die kann man halt abziehen, das mache ich mal. So. Na, ganz schön fest hier drauf. So, hier oben wird die Spannung angezeigt, die Ausgangsspannung und hier unten dann der Ausgangsstrom. Der Strom wird natürlich dann nur angezeigt, wenn hier auch entsprechend Strom entnommen wird, ne? Das ist ja klar. CV steht für Constant Voltage, also Konstantspannung. CC steht für Constant Current, also konstanter Strom. Man kann das ja auch so betreiben, dass das Netzteil einen konstanten Strom einstellt oder eine konstante Spannung. Und hier wird angezeigt, ob der Ausgang eingeschaltet ist. Das kann man hier mitmachen, mit der Taste. Genau. Und hier sind dann die Regler für Spannung. Der hat auch entsprechende eine Rasterung hat er hier. Und auch der Stromgeber hat eine Rasterung. Den kann man auch drücken für eine Feineinstellung. So, dann haben wir hier die Ausgangsklemmen. Das sind auch die Sicherheitsboxen. Das Wort hat mir gefehlt. Und hier ist noch eine Erdung. Und zwar werde ich jetzt mein Erdungsarmband immer hier drüber anschließen. Aber diesbezüglich habe ich das Netz dann natürlich nicht gekauft. Nein. Finde ich auch ganz gut, dass es Sicherheitsboxen hat. Dann kann ich auch meine ganzen Messkabel anschließen. Brauche ich mir da auch keine Sorgen machen. Ich würde mal sagen, wir schauen uns das Netzteil mal im Betrieb an. Ne? Und ich wechsle den Akku der Kamera. So, dann wollen wir mal schauen. Da steht das Netzteil. Ich schalte es mal ein. Da ist der Schalter. So. 30 Volt, 5 Ampere, Verzeihung, das kann man gut erkennen. So, dann macht er hier Constant Voltage. Ah ja, genau, kann man hier rüber einstellen. Und dann kann ich hier fein und grob das Ganze einstellen, ja. Wie man das gerne hätte. Ja, wahrscheinlich wird es nicht so genau sein, schätze ich mal. 4,5 Volt und der Strom kann man hier einstellen. Die Strombegrenzung machen wir mal, ja, 2 Ampere fürs Erste. Also 2,5 kann man auch 5,5 Ampere machen. Muss den hochdrehen. Ja, so. Genau, das habe ich jetzt eingestellt. Und dann messe ich das mal hier mit meinem PeakTech 1035 Messgerät. Ich schließe das mal eben hier mit dem PeakTech 7020 Messkabeln an. So, mal gucken. Erstmal Spannung, würde ich mal sagen. So, einmal hier anschließen. Und hier. Was ist das denn hier? Warum gehen die denn so schwer rein? Warum gehen die denn überhaupt so schwer rein? Merkwürdig. Aber Schutzkappe habe ich abgenommen. Boah, was ist das denn? Die gehen extrem schwer hier rein.
Das hätte ich nicht gedacht. Oh wei. Jetzt aber. Nicht, dass da gerade irgendwas kaputt gegangen ist. Ich weiß nicht, ich habe nämlich gerade vergessen, den Akku zu wechseln, wie weit ich gekommen bin. Also, was die Kamera noch gefilmt hat. Ich habe festgestellt gerade, dass diese Sicherheitsbuchsen extrem schwergängig sind. Und auf einmal ließ sich das eine Kabel dann deutlich leichter reinstecken. Und ich weiß jetzt auch warum. Ja. Na komm. Es ist gebrochen. Es ist gebrochen. Scheiße. So ein Mist. Ah, ärgerlich. Also für Sicherheitskabel sind die Boxen zu schwergängig. Kann man schon mal nicht gebrauchen. Dann nehme ich einfache Laborkabel, Messkabel. So. Das ist natürlich nicht gut, dass diese Buchsen zu schwergängig sind und die Kabel kaputt machen. Das kann es nicht sein. Also das ist auch schon mal ein Nachteil. Ah ja, das, was ich eingestellt habe, das speichert er offensichtlich. Das ist doch schon mal in Ordnung. Ich schalte den Ausgang frei, dann leuchtet hier jetzt der Output. Und das Messgerät sagt 4,47 Volt statt 4,5. Jetzt weiß ich nicht, welches Gerät jetzt gerade genauer misst. Ob das die Anzeige hier ist oder das Messgerät. Naja. Wir können mal die Spannung ein bisschen raufdrehen hier. Macht er auch. Achso, das ist mein Computer, nicht wundern. Der hat gerade irgendwie ein Signal gekriegt. So, stell mal 10 Volt ein. Das sollte er dann auch so anzeigen. 9,93, naja. Kann natürlich sein, dass dieses Messgerät jetzt auch nicht so genau misst, ne? Mal sehen, den Strom. So, ich messe jetzt mal den Strom dazu, den Ausgang ausschalten. Und hier auf Strommessung stellen. 10 Ampere. Und wieder einschalten. Und dann haben wir hier 2,56 Ampere, okay. Mein Schaltnetzteil, mein Labornetzteil quietscht. Ja, wunderbar. Dann stelle ich hier mal ein bisschen höher. So. 2,61. Mal gucken, was der maximale Strom ist. Das sind 5,1 Ampere. Der misst 5,13. Okay. Gut, schalte ich den Ausgang wieder ein. 10 Volt. Und bei, na, jetzt muss ich ins 200 Volt Messbereich schalten. Ja, 27,8. Ich werde gerade Probleme, den Dezimalpunkt anzuzeigen. So, jetzt 31 Volt. Okay, 30,7 sagt er hier. Okay. Das sind so die Maximalwerte, die ich einstecken kann. Aber die Sicherheitsbuchsen, die überzeugen mich nicht, dass die so schwergängig sind und meine Messkabel beschädigen. Das kann es nicht sein. Also, das sind schon mal die beiden Nachteile hier, die ich jetzt auf den ersten Blick schon festgestellt habe. Einmal der Netzschalter, der hinten sitzt und nicht vorne. Und die Sicherheitsbuchsen, dass die zu schwergängig sind und Messkabel beschädigen können. Und noch ein dritter Nachteil, das Netzteil kann quietschen. Ja gut, ein Vorteil ist eben halt der, ja, es kann Spannung ausgeben und es scheint ja auch einigermaßen hinzukommen. Wobei es ja ein paar Abweichungen schon gegeben hat. Aber so genau ist das Messgerät jetzt hier auch nicht. Das ist es ja. Okay, dann war es das jetzt erst einmal mit diesem Video. Bis dann, bis zum nächsten Mal dann.